lange will ich den nicht aufbauen. Oh. Oh, hallo. Der Biggie ist wieder da. Mr. Big ist wieder da. Spike, hau mal auf den drauf. Walker, hau auch mal drauf. Oren, du hast auch... Ach, stimmt ja, Spike. Du hast ja mittlerweile Blindschlag. Ganz vergessen. Du bist mal kurz ausgewechselt gegen Lulu. Und ja, das fliegende Vieh schaffe ich auch vernichtend. So, Lulu, mach mal das Teil da kaputt. Eine Schockwelle. Puh. Das ist mir eigentlich relativ, ja, Jacke. Kimari! Yuna, du sollst auch mal was zu tun haben. So, allerdings machst du mal bitte Ex-Feu. Wir müssen ja nicht unnötig HP verbraten. So, Yuna, du bist wieder ausgewechselt gegen Spike. Spike, prügel mal auf den ein. Kimari, wer ist, komm dafür, für dich kommt Oren. Wunderbar. Oren müsste den doch auch vernichten schaffen, oder? Lulu, Schätzelein, mach mal Feuer, mach das Ding da kaputt. Dankeschön. Und zack. Oh, ich glaube, ich lasse lieber Spike agieren. Dann hat der seine Ekstase voll. Komm, Spike, machen kaputt. Und dein Ekstase ist voll. Ja, wunderbar. Ach, ist das nicht toll. Durch die ganzen Vernichten, die ganzen hohen Schaden, die Spike zufügt, kriegt er so schnell eine Ekstase wieder. Ach, das ist so toll. Und er kriegt auch noch ein Blindschild. Ja, das ist toll. Das ist ja so gelöst bei Spike. Je öfter ich seine Ekstase einsetze, desto schneller bekommt er seine neuen. Das habe ich ja schon mal erklärt. Und insgesamt, man muss seine Ekstase 10-mal einsetzen, damit man die zweite Ekstase lernt. Dann muss man seine Ekstasen insgesamt 30-mal einsetzen, damit man die dritte Ekstase lernt. Und für die vierte muss man insgesamt seine Ekstasen 70-mal eingesetzt haben. Wir haben die Gegend und das Hauptquartier gesäubert, aber nehmt das für Notfälle. Dabei ist es egal, ob die Ekstase gelingt oder nicht. Es ist nur wichtig, dass die Ekstase einfach eingesetzt wird. Es ist scheißegal, ob die gelingt oder nicht. Es ist auch egal, welche ihr einsetzt. Wird alles addiert. Okay. Lulu, du hast da wieder viel Arbeit, denke ich gerade. Spike, mach das Teil mal kaputt. Oren, du verteidigst. Und Lulu, du machst ein Teil kaputt. Komm, wo ist Feuerer? Da ist Feuerer. Mach das Teil mal kaputt und deine MP gehen einfach nicht aus. Sie gehen einfach und gehen einfach nicht aus. Du hast unendlich MP, Lulu. Ach, scheiße, das wollte ich jetzt gar nicht. Waka, komm du mal rein. Lulu, da für dich kommt Makimari. Oren, für dich kommt Yuna. Und ich hätte es eigentlich viel intelligenter machen können, aber ist ja auch egal. Lulu, komm du mal rein. Kimari ist eigentlich gerade der Einzige, der seine Ekstase leistet nicht voll hat, oder? Kann das sein? Finde ich es super, wenn alle ihre Ekstase voll haben. Finde ich echt super. Och, Yuna, du hast keine Erfahrungspunkte bekommen. Mach doch sowas nicht. Aber schauen wir doch mal. Du hast die Ekstase. Du hast sie, ja. Ach, Yuna, du hast die Ekstase auch nicht voll. Na, sowas aber auch. Was macht sie denn für Sachen? Hier, wir heilen uns mal. Was macht sie denn für Sachen? Bring the U, Sir. I want to fight too. Orders are orders. I'm not a cadet anymore, Sir. Let me go with you and I'll prove it to them. Guarding the command center is important too, you know. But I came all the way from Besaid to fight Sin, Sir. I know, but an order's an order. To your post, Crusader. But, sir!
Armer Gatter. Der will unbedingt mitmachen, aber hm. So. Red mal mit uns. They let you through, huh? Gata deserves better. At least there's no chance he'll get hurt. Why are you guys fighting anyway? Aren't the almighty Outbed Machina enough? They still need some time to get them ready. Our job is to keep Sin at bay till they're done. Waka. I might not get another chance to say this. It's about your brother. Luzu, no! What? I'm the one who convinced him to enlist. I'm sorry. When we used to play Blitz together, Chapu used to say... He said that when we won the cup, yeah, he proposed to Lulu. Oh. And then one day, he goes off and becomes a crusader, just like that. Chapu also said to me that being with your girl is good. But keeping Sin far away from her is better. Lu, you knew? Luzu told me before we left. She hit me too. All crusaders in the vanguard are to assemble on the beach. That's my cue. Luzu! Don't die out there! So you can hit me more? Lots more! Luzu, please! Please don't go! I have to, Yuna. Let him go. The man has already chosen his path. As you did when you became a summoner. It would be a long time before I ever really understood the reason why Yuna let Luzu pass that day. Okay. Wakas Bruder, Chap, war also... Ja, Lulu schon beinahe versprochen oder umgekehrt. Er wollte sie also heiraten. Da ist schon was dran. Was ist besser, mit der Frau, die man liebt, zusammen sein oder die Frau, die man liebt, beschützen? Ja, schwierige Entscheidung eigentlich. Klar, in unserer Welt geht beides, aber...
In Spira ist das nicht ganz so leicht. Them, huh? Chapu. He left the sword Waka gave him in Besaid. And he fought with an Albed Machina weapon instead. That's got nothing to do with it. I just hate these sacrilegious contraptions. Ah ja, ist klar, Walker. Okay, die haben hier aber ziemlich gut, ja, vorgerüstet, würde ich jetzt mal sagen. Ja, die sind gut vorbereitet. It won't work anyway. Don't say that. It might be a hopeless campaign. And it might mean defying Yavin. But the Crusaders and the Albed, they're doing their best to defeat Sin. They want to rid Spira of Sin forever. And that's just what we want too, isn't it? Isn't it? All right. But I still think Mac and I are bad news. They're forbidden for a reason. Lady Summoner, there you are. The command center is that way. Maester Keenock is also there. Maester Keenock too? Yes. Please, hurry, my lady. Okay. Ja, aber hier gibt es jetzt was Tolles, und zwar... Jetzt hier rübergehen. Ja, da wird schon gekämpft, und der Kleine will natürlich bei der Bürgerwehr mitmachen. Und zwar hier hinten, den lieben Oaka. Oaka, hast du was Tolles für mich? Monopoly is a great thing. Things are selling no matter what the price. Ups, sorry, I forgot. Ja. Im Übrigen mal kurze Erklärung, was Oaka jetzt eigentlich macht. Was verlangt Oaka für einen Preis? Oaka verlangt für die normale Ware, soll heißen, Items und so, 200% im Vergleich zum normalen Laden. Soll heißen, deswegen kosten seine Potions auch 100 und nicht 50. Hätte ich ihm Geld gespendet, würde er weniger verlangen. Dementsprechend entweder 150%, 120%, 100% oder nur 70% der normalen Ladenpreise. Aber wie gesagt, ich habe es ja schon mal erklärt. Ob sich das nun wirklich lohnt, ist die andere Frage. So, aber das ist jetzt wirklich mal eine Waffe, wo man ernsthaft am Überlegen ist, sich diese Investition zu leisten. Klar, die Waffe, die ich gerade habe, ist richtig geil, die Abendsonne. Ich meine, Blindschlag, cool. Und immerhin noch Angriff plus 3%, ja. Aber der Rächer? Ich meine, hey, Konter? Das bedeutet, greift jemand Spike an, kontert der eigentlich einfach sofort. Und das ohne Zug. Soll er es?